Als erstes freue ich mich sehr, Ihnen jetzt Dr. Bernd Schmidt vom Institut für Systemische Beratung in Wiesloch ankündigen zu können. Das ist mir eine besondere Freude, auch deshalb, weil wir jetzt schon, ich habe mal gerade vorhin nachgerechnet, fast 30 Jahre jetzt schon befreundet sind. Das war auch ein interessanter Weg. Wir wohnten gar nicht so weit voneinander, beide in Heidelberg, wussten aber beide nicht, dass es uns gibt. Und über den Milton Eriksen sind wir dann überhaupt in Kontakt gekommen, weil der Bernd Schmidt war mal eine Woche, nachdem ich bei Milton Eriksen war, auch bei Milton Eriksen. Aber da haben wir uns auch nicht getroffen. Aber der Milton hat dann sozusagen, man muss also weite Wege manchmal gehen, um bis zur nächsten Ecke dann wieder zu kommen, hat dann vorgeschlagen, dass wir uns doch mal irgendwie in Kontakt setzen sollten. Und so kam über den Milton Eriksen eigentlich unser Kontakt zustande. Bernd Schmidt hat gegründet und leitet das Institut für Systemische Beratung in Wiesloch. Das steht auf der Website dann immer auch www.systemische-professionalität. Und das finde ich sehr berechtigt, weil aus meiner Sicht kein Institut in dem Umfeld, in dem sich auch das Institut von Bernd bewegt, eine so profunde Professionalität im Bereich der Integration systemischer Konzepte, auch mit anderen Konzepten, anbietet. Also insbesondere in der Integration systemische Konzepte und Transaktionsanalysekonzepte, aber auch angereichert mit anderen Konzepten. Man könnte sehr viel sagen über das Renommee, die Reputation, die Verdienste von Bernd. Er meinte vorhin verständlicherweise als Schwabe, man sollte den Ball flach halten, also versuche ich ihn so flach zu halten. Aber eines möchte ich doch erwähnen, neben vielen anderen, vielen Verdiensten, unter anderem hat er auch den Deutschen Bundesverband Coaching mitgegründet, hat Bernd letztes Jahr als erster Deutscher und auch als erster international im Bereich der Organisationsentwicklung den Eric Byrne Memorial Award, das ist so die international höchstrangige Auszeichnung im Feld der Transaktionsanalyse, erhalten in San Francisco. Und das ist schon etwas ganz Besonderes in dem Feld, weil in der TA-Kultur sowieso, das weiß man ja, wer die kennt, die sind äußerst kritisch und penibel und prüfungsgeil aus meiner Sicht in vieler Hinsicht. Und wenn da jemand dann sogar den Memorial Award kriegt, da muss schon was dahinter stecken. Und ich denke, das werden Sie jetzt auch gleich wieder merken. Also freue ich mich sehr, Bernd Schmidt ankündigen zu können mit dem Thema innere Bilder und Passung Mensch, Beruf und Mensch, Organisation. Etwas, was den Bernd seit langem, wie mich auch, sehr bewegt. Wir haben zusammen deswegen auch dieses Forum Humanum gegründet mit dem Gerald Hüder und anderen, wo der Bernd wieder die Hauptinitiative der praktischen Betreibung hat, wo es auch darum geht, wie menschliche Werte sozusagen, humane Werte in der Wirtschaftswelt noch deutlicher unterstützt und ausgebaut werden können. Bernd Schmidt, komm hoch. Sie können mich hören, ja? Dankeschön. Ein bisschen aufgedopst ist der Ball dann doch, aber vielen Dank. Ja, man ist ja schon ein bisschen ehrgeizig und möchte ganz gern Spuren hinterlassen und Wirkung erzeugen. Ich möchte anknüpfen an das Bild vom Gerald Hüder von gestern Abend. Das Zwiebelbild ist ja sehr schön und er hat gesagt, jetzt kommen wir zu den äußeren Schichten der Zwiebel. Ein Mensch kann sich eben auch nur entwickeln im Zusammenspiel mit seiner Umwelt, und der Gunther betont das ja auch immer wieder, Identität, Kompetenz ist immer etwas, was in einem sozialen Raum, im Feld, im Kontext stattfindet, und deswegen ist uns ganz wichtig, dass wir die Brücke schlagen zwischen der seelischen Selbstpositionierung und der Kultur der Welt um uns herum, in der wir unterwegs sind, und das geht nicht ohne einander. Und wenn man diese beiden Zwiebeln, die sich da begegnen, die der Gerald gestern erwähnt hat, die kann man ja nach innen auch, diese Metapher auch anders fühlen. Ich würde sagen, es begegnen sich da schon erstmal viele Verhaltensweisen, viel Know-how. Wenn Menschen sich begegnen als äußere Schale der Zwiebel, da können wir auch viel trainieren. Und trotzdem, die Leute haben eine Ahnung, was in den Schichten in dieser Zwiebel dahinter ist. Also man könnte die Haltungen
ist ja ein sehr komplexes Konstrukt, wie wir gestern mal gehört haben, dann als eine der Schichten dahinter ansehen. Und ich würde für heute jetzt als Metapher noch als eine weitere Innenschicht die persönlichen Mythen, mit denen ein Mensch unterwegs ist. Der James Hillman, ein Jungianer, hat ja mal das Bild verwendet, es kann sein, dass es wesenhafte Geschöpfe im Universum gibt, Geistwesen, die sich in dir inkarniert haben und du hast die Aufgabe, einen ganz bestimmten Mythos in die Welt zu bringen und die zu finden, die zusammenpassen, dass wir zusammen einen Mythos aufführen können. Wir alle wissen, dass es manchmal ein bisschen zum langweiligen Stück wird, manchmal zur Komödie, manchmal zur Tragödie und manchmal zu einer wunderbaren Erzählung, bei der wir alle auf die bessere Seite unseres Menschseins gehoben werden. Mit solchen Bildern möchte ich mich heute beschäftigen und auch Sie einladen, das zu tun. Ich sage mal ganz kurz den Ablauf, was ich mache. Ich werde jetzt ganz wenige Worte drauf verwenden auf die Frage, was sind eigentlich sinnstiftende Hintergrundbilder und ein bisschen was erzählen, wie die entstanden sind in meiner Biografie und dann auch ein paar Worte darüber, wofür brauchen wir diese sinnstiftenden Hintergrundbilder, wofür können wir sie benutzen. Und dann werde ich Sie einladen zu einer kleinen Selbsterfahrung dazu. Wir werden eine kurze geleitete Fantasie machen, in der ich Sie einlade, in einer sehr verkürzten Version mit ein paar Bildern, die in Ihnen selbst zu finden sind, in Dialog zu treten. Und danach werde ich das Thema der Passung noch ein bisschen ausführlicher machen. Die Frage der Passung, da gebe ich vielleicht eine Kurzform davon. Das ist die Frage, wie macht ein Beruf mir Sinn? Oder umgekehrt, die Frage stellen wir uns vielleicht zu selten, wie mache ich einem Berufsfeld Sinn? Das ist eine Wechselwirkung, ein Zusammenspiel. Und die Passung Mensch-Organisation ist auch die Frage, wie macht eine Organisation oder natürlich eine Teilbühne, auf der ich eine bestimmte Rolle spielen kann in der Organisation, mir Sinn. Und ich bin ja auch Unternehmer, wie viele hier im Raum auch auf der anderen Seite sind, ist immer auch die Frage, und wie macht ein mitwirkender Mensch der Organisationssinn? Und es ist wichtig, dass wir darüber in Dialog sind. Und dieser Dialog sollte nicht zu sehr auf der Oberfläche geführt werden, sondern das ist auch ein Dialog der Mythen. In welchem Mythos bin ich unterwegs? Welcher Stil der Aufführung passt für mich, für die Organisation? Was ist dort üblich? Und wie könntest du da reinpassen, einen wertvollen Beitrag leisten? Und dass man hier einen vielschichtigen Austausch, Dialog pflegt, wo man dann eigentlich steht, und das verändert sich in der heutigen Zeit ja auch immer schneller, das ist die Aufgabe des Passungsdialog, wie wir das nennen. Es gibt viele Konzepte und Gedanken dahinter. Ich neige dazu, zu kompliziert zu werden und das ist dann dem Zuhören meist abträglich gewesen. Jetzt ist heute Gott sei Dank so viel dokumentiert, dass ich völlig gelassen sagen kann, ich erzähle die Essentials und alles andere können Sie, wenn Sie mögen, nachlesen und nachhören. Und das ist die kürzere Website-Adresse, die Sie hier sehen und Sie finden dort jede Menge Schriften, Instrumente, Fallstudien, Transkripte, sowohl als Texte zum Lesen oder wenn Sie Legastheniker sind, so wie ich, also Spezialist für Zusammenhänge. Das ist die Übersetzung, die mich versöhnt hat damit. Dann können Sie das alles auch hören. Ich bin eher ein Ohrenmensch als ein Augenmensch, also es ist für beide Präferenzen dort auf der Website gesorgt, unter Download, dort unter Download-Empfehlungen und dort seelische Bilder und alles ist kostenlos. So, ich habe das jetzt schon angedeutet, was sind sinnstiftende Hintergrundbilder? Ich gehe mal ganz pragmatisch davon aus, irgendwie sind wir eigenartig.
Jeder von uns ist vielleicht schon eigenartig geboren oder wir haben ja, wie wir neuerdings ja auch erfahren, eine Lerngeschichte schon ab der Zeugung hinter uns. Wie auch immer, wir sind irgendwie anders als alle anderen. Und jetzt versuchen wir mit zunehmendem Erwachen des Bewusstseins zu verstehen, was wir da eigentlich sind. Und die Idee der sinnstiftenden Hintergrundbilder ist, dass im Lauf unseres Lebens die Szenerien, die Bilder, und Bilder meint nicht nur optische, es können auch akustische, körperliche Bilder sein. Ich spreche jetzt nur von visuellen Bildern, weil man davon eben leichter sprechen kann. Wir im Lauf der Zeit bei uns Eindruck machen. Etwas in unserer Eigenart sagt, ey, das merke ich mir, das hat mit mir zu tun. Das geht mir unter die Haut. Also insofern glaube ich, dass unsere Seele so eine Art Bilderfilter ist, in dem hängen bleibt, was uns angeht. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Es gibt auch Bilder, die wir nicht so schön finden, die uns aber trotzdem beschäftigen. Und auch das sind für mich wichtige seelische Leitbilder, denn sie sagen, damit habe ich was zu tun, mit der Qualität, die mir in diesen Bildern begegnet. Und es wäre sinnvoll, auch damit Dialog zu halten, aber natürlich auch mit dem Positiven. Und der Versuch, sich mit den Bildern, die irgendwo im Hintergrund unserer Seelenentwicklung, unserer Biografie abgespeichert sind, mit denen Dialog zu halten, ist eine einfache und jeder Frau, jeder Mann leicht zugängliche Art der Selbsterkenntnis und des Selbstbegreifens. Und wenn man eine Dialogkultur miteinander eingeht, dass diese Bilder in der Kommunikation aufsteigen dürfen und dass man sie sich auch gegenseitig erzählen kann, dann findet nicht nur unbewusst intuitiv, sondern auch bewusst methodisch ein Austausch statt, wie wir sind, wie wir uns verstehen und wie wir uns aneinander ankoppeln können, um gemeinsam eine sinnvolle Version eines möglichen Mythos aus unserem Repertoire zu entwickeln. Sie werden gleich am eigenen Beispiel vielleicht einige dieser Bilder schon finden. Die Methodik, die ich dazu entwickelt habe, es gibt verschiedene Varianten, ich spreche jetzt mal von einer, die habe ich als Studentenberater hier im schönen Heidelberg vor über 30 Jahren entwickelt. Da habe ich mit Studenten zu tun gehabt, die lange studierten und bei denen es nirgends so richtig hinlief. Die Leute machten den Eindruck, als wäre irgendwie ein Faden gerissen. Und ich hatte zwar viele Arbeitstechniken und Beratungsmethoden und sowas gelernt, aber ich hatte den Eindruck, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen nochmal von Anfang an anfangen. Was ist denn, wie die Jungianer das sagen, der Traum der Seele, von dem wir vielleicht Qualitäten erfahren und Kräfte anzapfen können, die diesen Menschen überhaupt irgendwo hintragen könnte. Und dann habe ich die Studentinnen und Studenten zu kleinen Gruppen zusammengefasst und da habe ich mit denen einfach mal angefangen mit der einfachen Frage, was wolltest du denn mal werden, als du klein warst? Nun, bei den Jungs war in der Regel die Antwort Lokomotivführer. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die differenzierende Methode ist, nach der ich gesucht hatte. Aber siehe da, schon eine Frage weiter haben sich die unterschiedlichen Universen und Mythen entfaltet, nämlich die Frage, und wenn du Lokomotivführer wärst oder geworden wärst, eine Szene, die ausmacht für dich Lokomotivführer. Und da sagt der eine, meine Maschine und ich. Keiner kennt sie so wie ich. Und der andere sagt, mein Heizer und ich. Zwei Jungs immer auf Achse. Und der dritte sagt, so viele Menschen vertrauen sich mir an, ich bringe euch sicher hin. Und der vierte sagt, Orient Express. Ich begrüße in schöner Uniform die illustren Gäste. Schon
diese kleinen Vorstellungen geben einem sofort ein Lebensgefühl und es ist völlig klar, dass es ein Problem gibt, wenn der Lokomotivführer vom Orient Express zu dem mit dem Heizer zwei Jungs unterwegs versetzt wird oder der, ich und meine Maschine, ich bringe euch sicher hin, wenn dem der Heizer wegrationalisiert wird. Dann gibt es ein paar Probleme, weil wesentliche Gütekriterien für die Vorstellung einer sinnerfüllten Berufsausübung mit einem Schlag weg sind. Und das hat sehr oft dazu geführt, dass die Menschen unabhängig von der Frage der Fachkenntnisse oder der typischen Berufslaufbahn eine Idee hatten, was es in ihnen ausmacht, ob Szenerien des künftigen Berufslebens für sie einen seelischen Nährwert haben. Und dass sie gelernt haben, nach dem seelischen Nährwert zu schauen und natürlich, wenn das sehr schmal war, zu gucken, welche anderen Bilder könnten denn auch noch im Vorrat sein, die für mich einen seelischen Nährwert haben oder kriegen könnten. Und auf diese Weise eine neue Art der Orientierung im Berufsleben zu haben. Und ich glaube, dass das heute, und da komme ich zum zweiten Punkt, warum ist das heute wichtig, falls Sie selbst wie ich junge Menschen um sich haben, die nach dem Abitur die Frage sind, was soll ich denn mal werden? Das sind ja schwerste Wehen, mit denen wir es da heute zu tun haben. Und wenn man dann die Fachdisziplinen an den Universitäten genannt kriegt, die geben eigentlich keine Orientierung oder seltene Orientierung, ob es das ist eigentlich, womit ich mein Berufsleben verbringen möchte. Und dazu kommt noch, dass heute ständig neue Berufe entstehen und vergehen. Wir können ja gar nicht damit rechnen, dass wir eine relativ gesicherte Vorstellung von einem künftigen Berufsleben haben. Das ist also etwas, was ständig in Bewegung sein wird, künftig, und unsere inneren Bilder, was unsere Seele nährt und was sie nicht mehr nährt und was neu am Horizont auftaucht, das ist ja auch ständig in Bewegung. Und deswegen ist es wichtig, dass ich in mir und mit anderen zusammen, mit denen ich Berufsleben und Organisationsleben gestalte, eine Form finde, da einigermaßen auf dem Laufenden zu sein. Ich berate ja oft Unternehmer, auch im Beratungsbereich. Und ich erinnere mich jetzt gerade, es war nicht vorbereitet, aber es fallen mir zwei Unternehmer aus Norddeutschland ein, die zusammen ein großes Beratungsunternehmen aufgezogen hatten. Und plötzlich zerbrach was zwischen ihnen und sie wussten nicht warum. Sie kamen in Beratung, wollten klären, was es denn ist, ob sie ewig einen Konflikt hatten, den sie jetzt eigentlich nur verdrängt haben die ganze Zeit und jetzt ist er aufgebrochen. Mittlerweile 110 Mitarbeiter, war ein Riesending geworden. Und wir sind dann ein Stück in ihre persönliche Mythologie reingegangen, wie das von der Familie her ist. Und was sie beide geeinigt hatte in ihrer Vorstellung war, wir wollen erfolgreich sein und viel Geld verdienen. Der eine wollte das immer mehr, denn je erfolgreicher du bist, desto sicherer musst du nie wieder arm sein und musst du nie wieder dich minderwertig fühlen. Während der andere kam aus einer Familie, da ging es nur darum, einen bestimmten Bestand zu sichern, um dann leben zu können. Und jetzt waren beide finanziell, die hatten die Hälfte des Unternehmens verkauft an einen Investor, jetzt war Cash da und für beide war jetzt eine wesentliche Zwischenstation und es ging halt völlig unterschiedlich weiter. Der eine wollte weiter wachsen und noch neuere Märkte erobern und der andere wollte sein Geld mitnehmen, noch ein bisschen was machen, was ihn interessiert und ansonsten sich anderen Lebensinteressen zuwenden. Da war an der bisherigen Beziehung nichts falsch. Die haben nur nicht gewusst, dass ihr seelischer Kontrakt nur bis zu einem bestimmten Punkt reicht und darüber hinaus für jeden ganz andere mythologische Wege und Lebenswege vorgezeichnet waren. Und es wäre natürlich schön gewesen, Sie wären schon früher damit in Kontakt gewesen, dann hätten Sie wissen können, dass Sie jetzt sozusagen Ihre bisherige gemeinsame Dramaturgie ausläuft und wie man dann gut verwalten kann, wie es danach weitergehen soll. Also hätten vielleicht rechtzeitig einen Dritten reinnehmen müssen, der mit dem Ersten zusammen auf Expansionskurs gehen wollte, da hätte dann der Zweite, der Cash mitnehmen und ein anderes Leben führen wollen, hätte sich daran gefreut, weil die Unternehmerrendite wäre ja dann umso reichlicher gesprudelt. Stattdessen hat sich der verraten gefühlt, dass der jetzt nicht mehr so richtig mitzieht. Viele Konflikte sind entstanden, aus den Konflikten
wenn die heftig genug werden, die Konflikte, gerät jeder natürlich auch in die Ecke seiner neurotischen Deformationen und dann kann ich auch Neurosetherapie machen. Aber das ist vielleicht völlig unnötig. Wenn man nämlich rechtzeitig wieder auf einen guten gemeinsamen Lebensweg geht oder sich auf gute Weise verabredet, in welchem Abstand und wie zueinander man weitergeht, kommt man gar nicht so in Druck und dann spielen die Neurosen, die jeder irgendwo im Hintergrund hat, auch einfach gar keine Rolle. Also ich bin ein großer Fan von Kulturbildung, die unnötig macht, dass Menschen therapiebedürftig werden oder die ihnen ihr Leben so interessant und reich macht, dass sie an ihren Neurosen nicht das Interesse haben. Also meine Übersetzung von Kultur, und das ist auch mein Anliegen im Organisationsbereich, heißt, das Zusammenspiel so gestalten, dass jeder die bessere, die belebtere, die sinnhaftere Seite seiner selbst in den Vordergrund rücken kann und dass die eingeladen wird und dass die zusammen dann, also dass die aneinander gekoppelt werden zu einer gemeinsamen Inszenierung, die zusammen Sinn macht und bei Wirtschaftsorganisationen natürlich auch dem wirtschaftlichen Seinsgrund dieser Organisation einigermaßen zuträglich sind und die jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, seine Mythen darin zu leben und dass er nicht das Gefühl hat, er muss hier funktionieren und seine Sinnerfüllung findet er irgendwo in privaten Nischen, dann fällt unsere Gesellschaft sehr auseinander und es wurde ja gestern auch schon gesagt, das Arbeitsleben ist eigentlich einer der wichtigsten Teile des Lebens. Man sollte nicht den Anspruch auf Sinnerfüllung in Nebennischen oder Konsumräusche oder sonst was verbannen, sondern den Anspruch haben, im Arbeitsleben sich selbst auch gut verwirklichen zu können. So, das war so eine kurze Erläuterung, warum wir das mit den sinnstiftenden Hintergrundbildern wichtig ist. Ich habe dann daraus eine etwas ausführliche Interviewmethode entwickelt, von denen ich in der geleiteten Fantasie jetzt einen kleinen Teil mit Ihnen machen möchte. Wir zapfen als einfach aus verschiedenen typischen Lebenshintergrundbereichen Bilder an und sagen, welchen Bildervorrat haben wir dann? Und es ist, man stellt dann fest, dass da überhaupt nichts groß verdrängt oder verborgen ist. Es fragt nur normalerweise niemand danach. Deswegen ist es auch eine Methode, die man von nicht psychologisch Geschulten, die können die wunderbar verwenden. Und es gibt ihnen eine Möglichkeit, in eine vielschichtige Kommunikationskultur zu kommen, ohne auf Psycho machen zu müssen. Und trotzdem werden sehr viele Dinge dann ausgetauscht und Gegenstand der Kommunikation, die sonst oft ins Fachgebiet der Psychologen fallen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Kaufleute und IT-Menschen, die kommen ja bei uns aus allen Vorberufen in diese Qualifikation, dass die gar kein Problem haben, mit solchen Dingen selbst gut zu schwingen, aber auch sie die Instrumente weiterzuverwenden und mit anderen zu arbeiten. Und neben dem, dass Menschen mit Bildern in Kontakt kommen, also in gute Dialoge kommen, verändert sich das Kommunikationsklima. Wir hatten es ja gestern auch schon ein bisschen vom Betriebsklima. Also das sind auch Mittel, um Betriebsklimata zu verändern. So, sind Sie bereit für eine kurze geleitete Fantasie? Ich sage Ihnen, ich habe mir das jetzt angewöhnt, immer vorher das Drehbuch zu schildern. Ne? Gunther und ich, wir sind ja aus der Erikssonschen Hypnotherapie-Richtung. Das hat ja da wenig mit Geheimnistuerei zu tun, sondern wir haben immer die Haltung auf Augenhöhe mit dem anderen. Der weiß, was ich versuche zu machen. Dann kann er bewusst wie unbewusst sehr viel besser kooperieren. Wir haben beide nicht die Vorstellung, man muss einen Hokuspokus machen, damit sich das Bewusstsein verflüchtigt und wir dann in ganz tiefer Trance sind. Später weiß ich gar nicht mehr, wo ich war und kann auch daraus gar nicht schöpfen vielleicht. Ich habe nur die diffuse Hoffnung, es wird sich dann irgendwie wieder durcharbeiten. Also wir sind da sehr viel informativer und interaktiver unterwegs. Ich werde also jetzt eine ganz kurze Induktion machen. Dann werde ich Sie einladen, aus Ihrem
derzeitigen Berufsleben, so letzte 2, 3 Jahre, sich eine Szene auszusuchen, von der Sie das Gefühl haben, die ist typisch. Ich verwende dafür immer eine Metapher, wenn über Ihrem Berufsleben ein Film gedreht würde und draußen im Schaukasten von dem Programmkino, wo der Film gezeigt wird, hängt ein Szenenfoto. Was ist da drauf? Das ist die Möglichkeit, sehr komplexe Gebilde zu sehr einfachen Bildern zu kondensieren und dadurch einige dieser Bilder aus ganz verschiedenen Bereichen nebeneinander zu stellen. Es bedarf ein bisschen einer direktiven und disziplinierten Gesprächsführung, weil die Leute sonst ins Erzählen kommen und in Gefühle kommen und dann geht ganz viel los, aber die Verdichtung geht verloren. Das arbeitet jetzt damit, dass wir versuchen, diese Verdichtung auf jeden Fall zu halten. Also aus Ihrem gegenwärtigen Berufsleben ein solches Szenenfoto und dann werde ich Sie in 3 Quellengebiete für solche innere Bilder führen. Ich werde Sie fragen, was Sie als Kind, als Jugendliche werden wollten. Und wenn Sie das geworden wären und Ihr Leben wäre verfilmt worden und draußen hängt im Schaukasten ein Szenenfoto, was ist da drauf? Und das gleiche Schema werde ich drauf verwenden. Menschen im Berufsleben aus Ihrer Familie, aus Ihrer Sippschaft, wer ist da, liegt da oben auf, wer hat Eindruck auf Sie gemacht? Und zwar nicht nur, wer ist Vorbild im Sinne, toll, hat mir gefallen, sondern was ist mir geblieben als Erinnerung? Manchmal kann es auch eine negative sein und wir spalten uns dann davon ab, spalten uns dadurch aber auch von einer wesentlichen Quelle unserer Identitätsmöglichkeiten ab. Und ich werde Sie dann nochmal fragen, in Ihrem Herkunftsmilieu, also nicht Familie Sippschaft, jeder hat irgendeinen Lehrer, einen Pfarrer, einen Schuster an der Ecke oder sowas, Menschen, die einem geblieben sind. Und wenn Sie, ich lese und höre gerne Biografien, wenn Sie Biografien hören oder lesen, finden Sie sehr oft in der Jugend oft nur einen Menschen im sonst oft schwierigen Gelände, der auf diese Weise wirklich Eindruck gemacht hat und dadurch eben für die eigene Lebensbildvorstellung prägend geworden ist. Und mit diesen Kräften in uns, die Jungianer würden archetypische Konstellationen oder Komplexe sagen, können wir uns über diese Bilderoberfläche in Dialog bringen. Those of you who know Milton Erickson know that it's now time to go into a deep trance. Auf Deutsch, wir fangen jetzt an mit der geleiteten Fantasie. Und jeder von Ihnen hat die ganz eigenen Wege, zu dieser besonderen inneren Aufmerksamkeit zu finden. Das kann manchmal mit bestimmter Veränderung des Atmens einhergehen. Andere sind vielleicht eher gewohnt, dass sie über Spüren der Füße auf dem Boden oder des Rückgrats oder durch leichte Bewegung des Körpers, in die man irgendwie zu den Ankern findet, die sagen, jetzt ist ein Moment Zeit, da darfst du dich in aller Ruhe mit dir selbst beschäftigen, freundlich, wohlwollend, dir selbst zugewandt. Und jeder hat seinen ganz eigenen Rhythmus, in diese innere Haltung zu finden. Und seine ganz eigene Art. Es gibt ganz verschiedene Bilder, die die Menschen verwenden, um diese Vorstellungen in sich zu wecken. Die einen denken daran, wie sie vielleicht heute Morgen in diesem herrlichen Maiensonnenschein zur Tagung gefahren sind. Andere vielleicht an den letzten Urlaub. Und an die Orte dort, an denen sie, nachdem die Nachwehen des Alltagsstress von ihnen abgefallen sind, ganz gut sich überlassen können dem, was sich einstellen möchte. Und vielleicht
brauchen Sie noch ein bisschen, aber ich kann trotzdem schon Sie einladen. So Ihr Berufsleben, die Bühnen Ihres Berufslebens, auf denen das stattfindet, an sich vorbeiziehen zu lassen und eine Szene zu wählen, von der wir ein Szenenfoto machen können. Und ich bitte Sie, das wirklich als ein Foto zu begreifen, wie das, was in einem Schaukasten hängt, also ganz konkrete Lebenssituation, keine Symbolik, eine Lebenssituation. Also dein Berufsleben derzeit, ein Dokumentarfilm, läuft in diesem Programmkino, draußen hängt dieses Szenenfoto und ein Mann und eine Frau auf ihrem Abendspaziergang kommen vorbei, sinnieren über dieses Foto, lassen es auf sich wirken und im Weitergehen hört man sagen, ah, das ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch im Beruf. Und Sie können schauen, was sich bei Ihnen da an Formulierung einstellt, wie ein Mensch im Beruf, und das darunter schreiben. Vielleicht haben Sie es noch nicht oder vielleicht haben Sie Ihre ganz eigene Art, mit einer solchen Anregung umzugehen. Das ist gar kein Problem, es gibt da viele gute Wege. Wenn Sie ein Bild haben, legen Sie es vielleicht auf einen Tisch oder hängen Sie es an ein Board, vielleicht mit dieser Unterschrift, ein Beispiel wie ein Mensch im Beruf. Und da dürfen gerne später auch noch weitere Bilder dazukommen, aber jetzt möchte ich Sie einladen, in eine andere Sphäre Ihres Lebens einzutauchen, nämlich als Sie ein Kind oder eine Jugendliche waren. Vielleicht gab es viele unterschiedliche Ideen, was Sie mal werden wollten, aber wählen Sie doch eine bitte aus, wenn sich da eine Idee einstellt. Ich wollte mal werden. Und nun stellen wir uns vor, Sie wären das auch wirklich geworden und Ihr ganzes Berufsleben wäre schon gelebt. Und das wäre verfilmt und läuft in diesem Programmkino und draußen hängt ein Szenenfoto. Was ist auf diesem Szenenfoto drauf? Betrachten Sie es in Ruhe. Welche Menschen sind da drauf? Wenn welche drauf sind? Was sind die Kulissen? Wo steht die Kamera? Was ist die gewählte Perspektive? Und wieder ein Mann und eine Frau kommen auf ihrem Abendspaziergang dort vorbei, lassen dieses Bild auf sich wirken und im Weitergehen hört man sagen, das ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch im Beruf. Und vielleicht ergänzt sich dieser Satz bei Ihnen, vielleicht jetzt oder vielleicht auch später. Und auch dieses Bild mit der Unterschrift legen Sie zu dem vorigen. Dann tauchen wir in eine andere Quelle. Menschen im Beruf aus Ihrer Familie, aus Ihrer Sippschaft vielleicht, Eltern, Onkel, Tanten, Großeltern, manchmal sogar Menschen, die vom Hörensagen präsent waren, die Sie gar nie persönlich kennengelernt haben. Wir nehmen auch für jetzt nur eine Person und Sie können gerne ein andermal noch andere dazu nehmen. Wenn Sie eine Person gewählt haben, wie ist diese Berufsbezeichnung, wie würde man das nennen, von diesem Menschen? Und dann stellen wir uns vor, das Leben dieses Menschen, das Berufsleben dieses Menschen wäre verfilmt.
Und in dem Programmkino, dort läuft dieser Film und draußen hängt wieder ein Szenenfoto. Was ist da drauf? Und der Mann und die Frau auf ihrem Abendspaziergang lassen das auf sich wirken, begreifen die Seelenqualität, den Mythos, der da drin steckt. Und man hört sagen, das ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch im Beruf das hängen sie oder legen sie zu den beiden Bildern, die wir schon haben, zu den drei Bildern, die wir schon haben. Und wir nehmen nun das letzte Feld, aus dem Bilder kommen können, nämlich ihr Milieu, aus dem sie kommen. Dort, wo sie aufgewachsen sind, die Menschen um sie herum. Auch dort sind ihnen Menschen begegnet in Berufszusammenhänge. Und gibt es da irgendeinen Menschen und ein Bild einer Situation dieses Menschen, das in haften geblieben ist? Wie würde man den Beruf dieses Menschen nennen, und wenn man sein Berufsleben verfilmen würde und draußen im Schaukasten hinge wieder ein Szenenfoto? Was ist da drauf? Und darunter vielleicht ein Motto, der Mann und die Frau, das ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch im Berufsleben ja, hier draußen geht es jetzt schon voran, aber natürlich in ihrem Inneren kann die Zeit parallel laufen, wie es für sie richtig ist. Uns können sich noch Bilder hinzufügen, wann es für Sie richtig ist. Aber vielleicht haben Sie jetzt auf Ihrem Tisch liegen, an Ihrem Board hängen, vier Bilder, vielleicht auch mit vier Unterschriften. Und es ist vielleicht ganz interessant, wenn Sie einen Schritt zurücktreten und diese Bilder im Zusammenhang auf sich wirken lassen. Und sehr oft fällt einem da etwas auf. Und sie haben gerne später Gelegenheit, sich mit anderen darüber auszutauschen, welche Bilder erschienen sind und was ihnen aufgefallen ist. Und es ist auch besonders interessant, wenn sie die Bilder anderen erzählen, was in ihnen aufsteigt und was sie spiegeln und was denen auffällt. Das können wir jetzt im Moment nicht tun, aber Sie können sich das vornehmen, wenn Sie mögen. Sie können auch nachher was aufschreiben. Da hat auch hier jeder seine Art, sich Dinge zu bewahren und weiterzuentwickeln. Und in dem Bewusstsein, dass Sie das für sich tun können, im Hintergrund weiterlaufend und im Vordergrund, wann immer Sie mögen, lade ich Sie ein, jetzt wieder zurückzufinden in die Außenwirklichkeit, hier in diesem wunderschönen Vortragsraum. Und auch so wie jeder seine Art hat, dorthin zu finden, hat auch jeder seine Art und seinen Rhythmus zurückzufinden. Der Gunther hat schon auf die Uhr geguckt zwischendrin. Ich gehe mal davon aus, dass wir haben ein bisschen später angefangen, dass ich noch diese Viertelstunde habe. Dann möchte ich jetzt einfach noch mal ein paar Außenbeispiele zu der Frage, wie über solche Bilder man sich über die Fragen von Beruf und Sinn auseinandersetzen kann.
Und aus den vielen Konzepten, die wir für solche Dinge am Institut entwickelt haben, möchte ich Ihnen eine Formel vorstellen, denn auch Kompetenz ist kontextbedingt. Also die Kompetenz, die berufliche eines Menschen, die hat was mit Rollenkompetenz zu tun, das heißt, die Rollen, die zu spielen sind auf den Bühnen, in den Stücken meiner Berufswelt, die sollte ich schon ein bisschen können. Also nicht alles kommt aus mir selbst heraus, wenn ich nur authentisch bin, sondern oft muss ich einfach die Rollen auch lernen. Also es gibt auch einen, wirklich einen handwerklichen Teil. Und diese Rollenkompetenz darf nicht sich damit begnügen, oberflächliche Techniken und Konzepte angelernt zu haben, sondern es geht darum, dass man diese Rollen auch mit der eigenen Seele fühlen kann. Da kommen wir dann bei der Passung noch dran. Rollen zu können, wie etwa Führungskraft, ist nicht alles, sondern es hängt auch davon ab, wo ich führe. Jemand, der hier ein McDonald's-Restaurant führen kann, ist vielleicht nicht unbedingt geeignet, einen Tempel im Asien zu führen. Der Kontext ist doch sehr anders und es ist verständlich, dass dazu Kontextkompetenz gehört. Man muss verstehen, wie die Stücke gebaut sind, in denen man Rollen spielt. Und je verantwortlicher man in Organisationen und Berufen ist, muss man auch selbst in der Lage sein, Stücke zu schreiben und zu konzipieren, die mit verfügbaren Kräften sinnvoll aufführbar sind. Das ist das, was man dann Managementkompetenz nennt. Und sehr oft fehlt eigentlich ein gutes Drehbuch und deswegen sind die Stücke so schlecht. Und dann schickt man die Leute zur Schauspielschule, das löst aber das Problem nicht. Wir brauchen bessere Stücke und eine bessere Regie, dass sie auch aufführbar werden. Und je besser die Schauspieler sind, umso besser müssen die Stücke sein und umso besser muss die Regie sein. Manche denken, wenn ich gute Schauspieler habe, werden die schon spontan irgendwas Gutes hinkriegen. Die Rechnung geht sehr oft nicht auf. Und dann die Passung, das heißt, macht es mir Sinn, diese Rolle in diesen Stücken zu spielen? Passe ich im Stil etwa zu diesem Markt, in dem ich mich bewege? Ist die Wertorientierung, der Art des Ausdrucks, die Art der Begegnung, komme ich damit zurecht oder komme ich damit nicht zurecht? Und das muss ich immer wieder für mich prüfen, um festzustellen, ob ich innerhalb einer Bandbreite von möglichen Bühnen, möglichen Rollen, möglichen Stücken mein Portfolio für mich finden kann oder ob in dem Rahmen das gar nicht möglich ist. Dann muss ich gucken, dass ich überhaupt woanders hinkomme, wo diese Dinge für mich stimmen. Das Malzeichen in dieser Gleichung sagt, dass wenn einer der Komponenten gegen Null geht, das andere so hoch sein kann, wie es will. Es geht trotzdem die Gesamtkompetenz gegen Null. Und viele erleben das oft genug, wenn sie eigentlich ihren Job richtig gut können, das Feld richtig verstanden haben, kann sein, dass das, was sie eigentlich an dem Beruf gereizt hat, sich erschöpft hat und sie deswegen inkompetent werden. Sie können zwar im Äußeren alles abspulen, aber die Seele schwingt nicht mehr. Und das spüren die anderen Menschen und sie schwingen nicht zurück. Und dann geht die Kompetenz verloren. Aber es gibt auch Menschen, die sind total ergriffen von ihrer Sinnorientierung, die können aber die Rollen nicht. Und dann müssen die was anderes lernen. Das ist also auch ein Kompass, um herauszufinden, wie muss jemand seine professionelle Kompetenz ergänzen, wenn sie nicht auf dem Stand ist, mit dem man befriedigende Ergebnisse erzielen kann. Ich möchte jetzt ein paar kleine Beispiele verwenden. Das ist Wolfgang Loos. Also Sie erkennen ihn nicht direkt. Wolfgang Loos, ein alter Freund von mir, den ich, glaube ich, fast noch länger kenne als den Gunther. Den meisten wahrscheinlich als einen der Urgesteine der Coaching-Szene bekannt. Der war, als wir 2000 schon mal einen Kongress zu seelischen Leitbildern gemacht haben, hat er erzählt, andere, die kriegen immer so schicke Unternehmen, in denen Projekte gemacht werden mit viel Geld, mit viel Presse. Alles ist klasse. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich verirre mich nicht dorthin und die verirren sich nicht zu mir. Ich kriege lauter Unternehmen, die haben noch nie was von Personalentwicklung gehört. Und dann fange ich ganz am Anfang an. Und dann hat er gesagt, und heute Nacht ist mir eingefallen, was für ein Bild in mir steckt, dass diese Arbeit
repräsentiert, und das war das Bild von der Pflanze in der Wüste. Und ich habe in meinem Bildervorrat ein Bild gefunden, das ist Namibia, das also für Wolfgang Loos steht. Und er sagt zu Recht, es ist gut, dass ich weiß, wer sind meine Adressaten, und das auch in Bildern habe. Weil andere Menschen intuitiv kapieren, wo ich unterwegs bin, mit welchen Bildern ich unterwegs bin, und schließen sich unbewusst allemal daran an, im Sinne von einladen oder im Sinne von Abstand halten. Deswegen ist es gut, wenn ich mir selbst auf dieser Ebene auch ein bisschen Rechenschaft ablege, wo ich da stehe. Eine nette kleine Anekdote: Als ich jetzt bei dieser Preisverleihung in Amerika war, habe ich auch einen Workshop zu diesem Thema gemacht, und da saß auch ein sehr bekannter, sehr erfahrener Organisationsberater da, und der kam so wie Sie aus der geleiteten Fantasie und sagt, oh Gott. Ihm war das Bild eingefallen aus seiner Kindheit. Sein Vater war der Arzt eines Dorfes, und in dem Dorf war der Bürgermeister psychotisch geworden und nackt durch die Gegend gerannt, was in diesem Teil Amerikas besonders viel Aufruhr hat. Und der Arzt rannte raus und fing den ein mit dem Versuch, ihn zur Raison zu bringen, ohne ihn zu kompromittieren. Und er sagte, oh Gott, I guess it's what I'm doing since 30 years. Das ist ein Bildchen jetzt in eigener Sache. Ich wollte als Kind Zirkusdirektor werden. Und einerseits habe ich selbst gern Kunststückchen vorgemacht, und das Wichtigste war daran, immer die Leute irgendwie zum Staunen zu bringen. Das Mittel war dabei nicht so wichtig, aber ich habe mir natürlich drin gefallen, wenn ich irgendwas gut konnte. Aber ich wollte eben nicht nur selbst auf der Bühne sein, sondern wollte auch Direktor spielen und habe dann andere irgendwas machen lassen und dann Zuschauer um mich versammelt. Und unser Gruppenraum am Institut hat diese Form. Ist mir auch erst aufgebaut, nachdem wir ihn längst gebaut haben. Und dieses Bild ist jetzt von einer Absolventin, einer Kollegin, die bei uns Ausbildung gemacht hat. Sie ist zufällig hier. Ich habe sie gestern getroffen. Die hat mir auch erlaubt, es zu zeichnen. Die hat geträumt, kurz vor dem Abschlussbaustein, das Institut ist ein Zirkus. Und dort ist Bernd Schmidt als Zirkusdirektor im Hintergrund. Und sie hat mir glaubhaft versichert, sie hat nicht gewusst, dass das mein Seelenbild für meine heutige Berufsausübung ist, im Hintergrund. Und trotzdem, so etwas vermittelt sich, wir befinden uns in gemeinsamen mythologischen Strömungen, die wir auch voneinander wahrnehmen. Und es wäre einfach sehr schön, wenn wir darüber mehr kommunizieren könnten. Sie hat dann das im Abschlussbaustein als Bild gemalt und hat es im Zeichenblock vergessen und hat mir dann eine Mail geschrieben, dass, wenn es mich interessiert, soll ich mal die Zeichenblöcke durchgucken, und da ist es. Das habe ich am Anfang schon gesagt, ich wollte jetzt noch einen Moment auf die Frage Passung Mensch, Passung Organisation eingehen. Die Organisation ist hier allerdings sehr mechanisch dargestellt, was mit dem mangelnden Vermögen, mit Grafik umzugehen, mehr zu tun hat als mit unserem Weltbild von Organisationen. Und da wollte ich Ihnen jetzt einfach nur mal ein Schaubild noch zeigen, damit es Menschen in Organisationen gut geht, aber dass Organisationen sich auch besinnen, wofür sie eigentlich da sind und wohin sie sich entwickeln sollten, beschäftigen wir uns mit dieser Passung. Also ein Mensch sollte für sich herausfinden, wer er ist, zum Beispiel in diesen Mythenbildern, und was die Kernkompetenzen sind, wenn man das heute so schön sagt, was derjenige wirklich gut kann und was andere seelisch demjenigen sofort abnehmen. Das ist ein Teil unserer Qualifikation, dass man sich selbst präsentiert und die anderen sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. So kommen auch Marktprozesse und Chancen zustande. Und wir haben eine Kommunikationskultur, dass wir uns das offen spiegeln, was ungeheuer wertvoll ist, weil sehr oft wollen wir einen Eindruck erwecken, den den anderen nicht nehmen. Und nebenbei haben wir Qualitäten, die haben wir noch nicht zum Programm erhoben, wo die anderen sagen, du, aber vorher hast du was gemacht oder gesagt, da habe ich plötzlich das Gefühl, ja, das stimmt, dafür würde ich dich nehmen. Sodass wir auch lernen, uns auch richtig zu positionieren und nicht auf unsere Flyer irgendeinen Verschnitt von
derzeit gängigen Modebegriffen schreiben und uns wundern, dass kein Mensch uns dafür engagiert. Das hat immer mit solchen Passungsprozessen zu tun. Und es ist natürlich toll, wenn jemand in einer Organisation eine Funktion einnimmt, die zu seiner Kernkompetenz passt. Und dass die wichtigste Tätigkeit in dieser Funktion auch die ist, die zu seinen Kernkompetenzen passt. Da werden oft ganz einfache Fehler gemacht. Es werden Top-Berater vom Markt eingekauft, die werden zum Leiter einer internen Beratungsabteilung gemacht. Und die sind dann, anstatt ihre Beratungsabteilung zu leiten, ständig auf Workshop, weil ihre Kernkompetenz nicht mit ihrer Funktion übereinstimmt. Und stattdessen versucht die Sekretärin den Laden zu schmeißen und die kriegen wir dann zum Coaching überreicht, weil sie offenbar nicht ganz gut funktioniert. Auf der anderen Seite, und da rührt die ganze Sache eben an die Organisationsentwicklung und an die Organisationskulturentwicklung, muss eine Organisation sich auch im Klaren sein, wo sind wir unterwegs, für was sind wir unterwegs, wie sind wir unterwegs, was ist unser Weg, die Art, wie wir das machen, und dass sie auch klar wissen, wofür sind wir da, was sind unsere Kernprozesse, auf die bezogen dann die Funktionen auch wieder zugeschnitten werden müssen. Und das ist in der heutigen Zeit alles ständig in Bewegung. Deswegen brauchen wir eine Kultur darüber, immer wieder uns neu abzustimmen. Intuitiv machen wir das sowieso. Es ist nicht so, dass da irgendwas neu dran ist. Was ich möchte, ist, dass das zum Programm gemacht wird und nicht, dass an der Oberfläche technisch über solche Dinge nachgedacht wird, dass Assessment Center gemacht werden, wo Fachqualifikationen noch und noch durchgenudelt werden und man dabei versucht zu verstehen, passen wir zueinander. Es wäre viel besser, wir finden eine Kommunikationsart, ganz offiziell darüber zu kommunizieren, wie können wir uns gegenseitig seelisch verständlich machen, ob und wie wir zusammenpassen. Und das dürfen auch Gütekriterien sein, denn davon hängt nachher ab, ob wir uns wechselseitig Sinn machen können. Und nicht, dass die Organisation sich verbiegen muss, was auch hässlich ist, wenn man als Unternehmer ist, hat man da auch seine liebe Mühe manchmal. Oder wenn man sich als Mitglied einer Organisation verbiegen muss. Der Gunter blickt zu Recht noch einmal auf seine Uhr. Also ich hoffe, Sie haben ein Gefühl gekriegt dafür, was es mit Passungs-Dialogkultur zu tun hat. Ich möchte vielleicht nur, dass Sie nicht denken, ich finde es für eine einmalige Erfindung. Das hat mit dem Daimon-Konzept von James Hillman zu tun, mit dem Genius-Konzept von Bowles, mit Biografiearbeit, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen was drüber hören, mit Skriptkonzepten der TA, mit den Archetypen von Carl Gustav Jung. Und ich meine, es gibt außer den Archetypen auch sowas wie sekundäre oder persönliche Archetypen, Grundmuster, die alles durchziehen im Leben. Und wenn Sie mal um sich gucken, Sie werden feststellen, sehr viel mehr hat mit dem Stil gemeinsamer Aufführung zu tun als mit dem Inhalt, ob man zusammenpasst oder nicht. Und damit möchte ich dann schließen, noch mit zwei Bildern aus meinem Vorrat, die mir bei der Gelegenheit untergekommen sind, dass Sie sich ein bisschen an die Naturelemente anschließen. Es geht darum, das Feuer immer wieder neu zu entfachen, das hatten wir gestern dann auch, und das Feuer weiterzugeben, und dazu muss es lodern und brennen und nicht eine fertige Schablone. Na, und wir alle wünschen uns ein bisschen Luft unter die Flügel, und diese Luft wünsche ich euch und uns für den weiteren Tag auch. Dankeschön. Dankeschön. Tut mir gut.